Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. Das ist natürlich immer die Voraussetzung für ein, für ein Abo. Die Entscheidung von euch. Ich kann euch so oft daran erinnern, wie ich möchte. Solange ihr euch dazu nicht entscheidet, bringt das alles nichts. Feuerflederbeißer. Echt ein großes Problem, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht gibt es die mehr hier oben am Vulkan. Ich habe keine Ahnung, weil es gibt die in Höhlen, das weiß ich, aber. Ich gehe doch jetzt nicht wieder in alle Höhlen, um jeder Höhle irgendwie 3, 4 davon zu töten, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also, eigentlich ja nicht, ne? Aber wenn es sein muss, dann muss es wohl so sein. Aber wir können den zumindest den Sensor einstellen. Das ist ja auch schon mal was wert. Feuerflederbeißer. Dieser Typ, ey. Ich hasse dich, Junge. Ich habe gerade einen lustigen Moment im Chat gehabt, weil jemand die Auszeichnung gesehen hat. Und dann, wo ich die Auszeichnung habe und dann einen Text vorgelesen. Dann Monsterbär, Fragezeichen, Fragezeichen. Da hat wohl jemand die Monsterbär nicht entdeckt. Dann hast du auch die ganzen Befreie Akala und sowas Quests nicht gemacht. Nur die Monsterhorden beseitigen musst. Darf ich hier einfach so alleine rumfahren? Weil ich glaube, auf diesem Weg waren auf jeden Fall welche. Ich darf einfach rumfahren, ne? Hast du kein Problem mit, ne, Tiki? Kein Problem, wunderbar. Dann ist ja super. Ah, doch. Ich kann die schöne Lore nicht die Witzen. Es sind 5, 6 Stück. Komm bitte alle hierher. Hier, komm her. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Du musst ein bisschen vorsichtig sein. Nein. Ich muss die Begleiter alle wieder abmachen. Die müssen alle weg. Das macht keinen Sinn mit denen. Jetzt komme ich auch nicht mehr hoch. Ich glaube, ich brauche vielleicht doch den Alkohol. Ich brauche auch was knallt. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Oh, nein, Spaß. Ich verzweifle immer ein bisschen. Ich brauche 24 von den Flederbeißerflügeln und mir wurden jetzt einfach 2 weggenommen, dadurch, dass er wieder mit seinem fetten Ding da einfach rumgehauen hat. Weil er sein Ding auch nirgendwo rauslassen kann. Er muss sein Ding immer überall reinstecken. Ist fast wie beim Till Lindemann, ey. Der muss sein Ding auch überall reinstecken. Kann es auch nicht sein lassen.
Ich finde es immer so geil, dass die Gegner und alles neues Objekt gefunden. Ich finde es super. Hallo, komm mal hierher. Very good, very nice. Chicken Nuggets? Oh nein. Very good, very nice. Chicken Nuggets? Danke. Eigentlich eher Chicken Wings, oder? Mit den Flügeln. Very good, very nice. Schade, ich dachte, ich könnte ihn komplett weghauen, aber... Very good, very nice. Okay, ganz ehrlich, wir machen das lieber so. Yonobo, du bist weg. Du bist doof. Dich möchte ich nicht. Wir machen es lieber so. Kommt her. Kommt her. Kommt mal hier unten hin. Hier ist ein guter Ort, oder? Kommt ihr fein hier runter? Ja, feine kleine Viecher seid ihr. Nein, bitte nicht runterfallen. Aua. Ja, kommt meinetwegen hier runter. Ist auch okay. Danke. Oh, zwei Flügel. Zwei. Das Spiel gönnt aber mal so richtig. Das war jetzt mal wirklich pure Gönnung. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 30 Stück, kann das sein. Das könnte hinkommen. Very good, very nice. Chicken Nuggets? Toll, kein einziger Flügel. Da-dam, ba-dam, bam. Very good, very nice. Ihr merkt, ich verliere den Verstand, ne? Very good, very nice. Very good, very nice. Chicken Nuggets, Chicken Nuggets, Chicken Nuggets. Bla 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 bla. Bla bla bla. Ach komm, so schlimm ist es nicht. Ich habe eine Vermutung eigentlich. Also ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, was ich an Vermutung habe, aber ich gucke, wie wenig Feuerflederbeißerflügel es hier gibt oder Feuerflederbeißer gibt. Richtig wenige, ne? Das ist echt krass. Wenige es von denen hier gibt. Kein einziges Mal einen Sensor an oder so. Nix, gar nichts. Das wäre die Monsterwehr. Hier übrigens an Lipix, ne? Hier ist ein Monsterwehr-Camp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das wirklich komplett verpasst hat. Dass die Camps hier haben und gegen Monsterhorden kämpfen und so Dinge. Ist für mich unerklärlich. So, ich nehme an, es wird die Höhle hier vorne sein, aber lohnt sich das wirklich, durch diese Höhle zu gehen?
Das fällt da eh alles in die Lava, wenn ich ehrlich bin. Das Gefühl, was ich hatte, ich möchte das jetzt einmal ausprobieren. Dass wenn wir dieses Loren-Spiel spielen, dass alle Gegner auf der Strecke respawnen. Kann das sein? Aber damit könnten wir auf jeden Fall Sachen farmen. Ich meine, die Rubine sind mir egal und der Score, den ich am Ende habe, ist mir ja im Endeffekt auch egal. Fährt das Ding jetzt überhaupt? Nee, oder? Doch. Ja. Ein Reisebogen. Ja. Oh. Oh. Also die sind jetzt nicht respawned, die Gegner, oder? Weil die halt einmal ausblendet, deswegen frage ich mich, ob die danach respawnen. Scheinbar nicht, ne? Nee, hätte klappen können. Hätte ja klappen können. Aber hier ist er nicht im Untergrund, oder? Nö. Oh. Angeblich ist da irgendwo einer. Da, ein. Ah, zwei. Immerhin zwei. Natürlich keine Flügel mehr. Ja, guck mal, wie wenige hier sind. Nichts, gar nichts.
endlich mal wieder zwei. Muss ewig laufen, um an zwei Tinger zu kommen. Und dann haben die nicht mal Flügel. Belastung. Maximal Belastung, ganz ehrlich. Wow, ein Flügel. Gab es im Tempel viele? Kann das sein? Weiß das einer von euch noch? Weil ich erinnere mich nicht daran, dass da jetzt irgendwie welche gewesen wären im Tempel. Da gab es keine, okay. Es ist echt krass, ne, wie wenige es hier gibt. Das ist ein Feuerraubschleim. Alter Schwede. Ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Das ist alles, was ich möchte. Oh mein Gott. Tschüss. So. Leider wieder kein Flügel.
Wunderbar. So. Also sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Das war jetzt irgendwie nicht so effektiv, wenn ich ehrlich bin. Was Feuerflederbeißer angeht, ja, ja, wir sind einmal im Kreis gleich gelaufen. Na gut, dann müssen wir auf den nächsten Blutmond warten, dann ist das leider so. Das ist schon okay. Ich werde es überleben. Wir gehen was anderes sammeln jetzt. I'm Mija. I'm Ia. Da gehen wir was anderes sammeln. Weiß da jemand, ob es einen Spot gibt, wo es viele von denen gibt? Hast du auch eine bestimmte Höhle? Höhlen ist ein bisschen sehr ungenau. Das sind ja hier ungefähr 14 Stück oder so. Nur ein Stein? Ist das richtig? Egal, passt schon. Wir brauchen noch 4 Stück von denen. Noch 2 von den Flügeln, glaube ich. Die müssen wir auch noch töten.
Wir sollten aber jetzt wirklich mal wieder alle unsere Gehilfen und alle unsere Begleiter dazu holen. So, dann gehen wir mal in die Höhle hier unten. Also hier sehe ich keinen einzigen Federbeißer. So, die Höhle ist schon mal komplett weg. Hier waren auch keine, oder? Ne, es war nur ein Pilz. Kann sein, dass die Baranellen mehr sind oder so? Keine Ahnung. Ich erinnere mich aber bei der Ranellspitze auch nicht dran, dass da jetzt viele waren. Weil hier ist einfach gar nichts. Vielleicht spawnen sie auch einfach wieder nicht. Was wir auch schon mal öfter hatten. Da einfach Dinge nicht spawnen. Weil der Sensor muss ja einfach mal aufschlagen. Also in der Höhle hier vermutlich.
Ach ja, an die erinnere ich mich. Da waren ganz viele, stimmt. Das ist ein guter Ort. Die Frage, wie viele wir bekommen. Also ganz viele ist gut, also 3-4 Stück waren hier, aber besser als gar keiner, oder? Ah, 2 Flügel. Ah gut, sind schon mal 5 Stück. Okay, das waren schon mal einige. Noch lange nicht genug, aber hey, immerhin. Ich hab gefragt, was ist das hinter dem Wasserfall? Das war nur mal verleuchtsam. Ups, das wollte ich nicht. Oh Mist. Tiefer. Was für ein Tiefer? Ich war in der Höhle, da war nichts mehr. Da war doch nichts mehr. Spiel. Nee, komm, wir gehen einfach weiter. Ja. Kann man Tomatenpizza mitmachen hier. Also Pizza.
hier scheint aber auch niemand, keine Federbeißer zu sein. Wie wenige Federbeißer sollen es sein? Nintendo, ja. Am besten keine. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oh Mann, ey. Tomato-Pet. Nee. Aber Tomato-Tom kann man machen. Wenigstens droppen die relativ viele Flügel bisher. Gut, jetzt habe ich gerade genau da einen gehabt, wo keiner war, aber... droppen schon relativ oft die Flügel. Oft auch mal zwei, nicht so wie die Feuerfederbeißer. Die droppen zwar auch mal zwei, aber die droppen auch ganz, ganz lange mal gar keine. Ja, in der Höhle scheint keiner zu sein. Scheint auch nichts zu sein. Nee, wenn hier in der Höhle was wäre, würde es piepen. Keine Ahnung, da habe ich keine Meinung zu. Ich bin ja nicht mal Autofahrer. Kommt drauf an, glaube ich. Außer umwelttechnischen Schutz kommt drauf. Umweltschutztechnischer Sicht kommt drauf an, woher der Wasserstoff kommt. Für Wasserstoffautos oder Energiezellenautos. Ja, aber Wasserstoff kannst du natürlich abbauen. Es gibt natürliche Wasserstoffreservate. Die Frage ist, wie groß die sind und ob die in ausreichender Menge vorhanden sind. Wenn du sie abbauen würdest, dann würde ich auf jeden Fall immer Wasserstoff nehmen. Wenn es aus Elektrolyse kommt, schwierig, weil die Wasserstoffelektrolyse halt nicht besonders effizient ist. Ich meine, es gibt ja auch chemische Verfahren, um Wasserstoff zu gewinnen. Die sind, glaube ich, sogar effektiver. Das kommt halt echt drauf an, auf die Parameter drumherum, ne? Weil wenn du jetzt ein Auto mit Strom hast, aber du machst den ganzen Strom aus Kohleenergie, ist das auch Schwachsinn. Also da müssen die Rahmenparameter für stimmen. Mir ist es im Endeffekt egal. Theoretisch kann man sogar E-Fuels nehmen. Solange die E-Fuels mit Strom hergestellt werden, die komplett quasi regenerativ sind oder zumindest CO2-neutral, kann dann das ja dann tatsächlich für die Umwelt relativ egal sein. Naja, geht so. Du hast ja die Energiezellen. Du hast das ja in Dings. Energiezellen. Das Tolle ist, du kannst Wasserstoff tanken. Das kannst du mit Strom halt nicht so einfach. Das dauert. Wasserstoff kannst du einfach transportieren.
Strom ist nicht ganz so einfach in den Akku zu packen. Und dann hast du das Problem, dass der Akku mit der Zeit auch immer schwächer wird, ne? Und die Ladekapazität stark und sehr, sehr schnell abnimmt. Die 100% erreichst du ja nie wieder nach dem ersten Ladevorgang. Einmal lädst du einen Akku, du erreichst nie wieder diese Akkukapazität. Nie wieder. Das ist ein bisschen blöd. Naja, gut, das sind halt die Grenzen mit Akkus, ne? Ja, neue. Ja, das sagst du so einfach. Ja, einfach neue Akkutechnologie. Das ist halt nicht ganz so einfach. Da forschen tausende Forscher, zehntausende Forscher dran. Das ist nicht ganz so einfach. Wir wissen, dass wir eine neue, bessere Akkutechnologie brauchen. Das Problem ist, wir müssen sie halt finden. Aber es sieht derzeit nicht gut aus. Ich weiß, dass es diese ganzen Clickbait-Physik-YouTuber gibt und sowas, die dann groß erzählen von tollen neuen Errungenschaften und was weiß ich nicht alles. Aber oft ist das totaler Schwachsinn. Die überhypen da einfach Sachen. Gnadenlos. Es gibt bisher leider noch keine gute Alternative zu Lithium-Ionen. Noch nicht. Das kann natürlich ändern. Ich meine, es ist halt immer nur eine Entdeckung entfernt, ne? Das ist halt, ist klar. Es ist eine Entdeckung davon entfernt, alles zu revolutionieren. Das ist immer so. Die Kernfusion ist auch nur theoretisch eine große Entdeckung davon entfernt, zu funktionieren. Aber die Kernfusion, naja, ich sag mal, Kernfusion, ich würde es mir auch wünschen, aber es sieht nicht so aus, als würde das klappen. Also, ich meine, wir haben schon sehr viele Experimente mit Kernfusion gemacht und es scheint ja nicht wirklich zu funktionieren, ne? Gut, ITER ist jetzt die letzte Hoffnung quasi. Zumindest für europäische Vorhaben. Wenn ITER kein Erfolg ist, dann war's das. Das war's dann mit der Kernfusion in Europa. Zumindest der Erforschung der Kernfusion in Europa. Zumindest, ja doch, doch, stimmig. Doch, doch. Ich hab nie gesagt, es wäre einfach. Ja, im Endeffekt ist es halt nur eine Entdeckung entfernt, ne? Irgendetwas, was wir entdecken, herausfinden. Ich meine, ist natürlich schade, dass wir nicht einfach sagen können, wir entdecken das jetzt. Wir haben jetzt einfach einen Erfolg mit unseren Vorhaben. Man kann es halt leider nicht erzwingen, ne? Aber wenn wir den Durchbruch haben, super. Aber das ist halt das Problem. Das ist auch dieses, das ist das für mich das Deprimierendste an den ganzen Klimasachen und so. Dass die Leute immer behaupten, die Technologie sei da. Nein, sie ist nicht da. Dass wir es verlangsamen, ja, bestimmt. Aber sie ist nicht da, dass wir CO2-neutral werden können. Also nicht ohne große Einbußen im Alltagsleben. Also, das wird nicht passieren. Also, dass wir keine Computer mehr nutzen und so Sachen und dass wir kein Computer vielleicht. Na, nee, Computer brauchen wir nicht. Weg damit. Zu viel Stromverbrauch. Und dass wir auch nur noch maximal eine halbe Stunde am Tag mit Elektroauto fahren können und, ne, Kühlschrank ein bisschen höher stellen. Also ohne ein krasses Einsparen von Strom wird das echt schwer. Und von Mobilität. Und das kannst du ja nicht machen. Das kannst du ja. Kannst Leute ja nicht sagen, du darfst jetzt noch irgendwie am Tag 15 oder sagen wir 50 Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Das kannst du ja nicht erzählen. Das kannst du ja keinem sagen. Und du darfst halt nur noch deine Lebensmittel bei 5 Grad oder 6 Grad lagern und eisgekühlt gibst dich, musst du halt drauf verzichten. Oder so Sachen. Weißt du, geht halt nicht. Computer machen wir nicht. Handys brauchen wir auch nicht. Weg damit. Eine Sache, die wir ja natürlich auf jeden Fall machen sollten, ist Stromspeicher. Aber da investieren wir ja auch wieder in total die hirnrissigen Projekte, leider. Wir haben in Deutschland, glaube ich, eine Investition in Lithium-Ionen-Speicher für Strom. Wenn man sich das ausrechnet, wie viel Megatonnen an Lithium-Ionen-Akku man braucht, um nur einen Tag Deutschland mit Strom zu versorgen. Da wird einem sehr, sehr schnell klar, dass man vielleicht doch andere Lösungen braucht als normale Lithium-Ionen-Akkus. Ich meine, es gibt auch andere Möglichkeiten, Strom zu speichern. Eine sehr, sehr krasse ist natürlich logischerweise Staudämme, aber da kann man natürlich nicht unendlich viele bauen. Staudämme lagern extrem viel Energie. Ja, derzeit sind die AKWs die einzige realistische Lösung, das sehe ich genauso. Ich meine, es hat natürlich Nachteile. Ich sag mal, der Atommüll ist nicht so schlimm, wie man macht, aber er ist halt trotzdem da, ne? Also, das möchte ich auch nicht wegdiskutieren. Also, Atommüll ist scheiße. Ich meine,
Das wäre auch eine harte Position zu sagen, die Atommüll ist super. Also, aber sag mal, die Kosten, die wir dadurch haben mit dem Atommüll, ist, also meiner Meinung nach ist es das wert, das einzugehen, um uns Zeit zu erkaufen. Weil es geht gerade wirklich eigentlich nur darum, meiner Meinung nach, wenn wir irgendwas abwenden wollen etc., geht es eigentlich nur darum, Zeit zu kaufen. Es geht nicht darum, jetzt eine Lösung zu finden. Wir haben keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Weil der Hunger an Strom wird weltweit immer größer. Es gibt keine Lösung. Leider. Es tut mir leid, wenn das manche Leute dann depressiv macht, wenn ich jetzt sage, es gibt keine Lösung für Klimawandel und für die Stromprobleme und alles, was wir haben. Es gibt keine Lösung. Es gibt sie nicht. Wir können jetzt versuchen, möglichst das quasi nach hinten zu schieben. Möglichst das aufzuschieben, bis wir dann vielleicht irgendwann die Zeit hatten, da neue Technologien zu entwickeln, die uns dann die Lösung geben. Aber wir haben keine Lösung, wir haben keine Antworten auf, auf viele der wichtigen Fragen, leider. Und es ist auch unglaublich unseriös zu behaupten, man hätte die Antworten, weil was in 30 Jahren ist, das weiß keiner. Was auf der Welt da passiert, ob ein dritter Weltkrieg ausbricht etc. Weißt du, wenn man jetzt Pläne macht, da muss man theoretisch auch alle Eventualitäten mit einberechnen und dann wird es halt echt schwierig. Weil, ich sag mal, Menschen machen immer Krieg. Also musst du auch einen Weltkrieg mit einrechnen in deine Planung. Damit du wirklich eine realistische Planung am Ende hast. Ja gut, aber wären wir weniger Menschen, die Konsequenz, wenn du darüber weiter nachdenkst, wären wir nur weniger Menschen, dann bist du halt da, dass du sagst, ja, dann müsst du halt Menschen töten oder ein Kind-Politik wie in China machen oder sowas. Ich meine, das ist halt alles dann wieder ethisch schwierig, weil man dann, das ist halt schon menschenverachtend dann, wenn man das tun würde, ne? Also, ja, wir sind halt viele, das ist das Problem. Ja. Ja, ein Kind-Politik kannst du aber knicken in Deutschland, nicht im Land, was ausstirbt. Wir sind schon am Aussterben. Unser Land kann seine Einwohnerzahl nicht mal halten, ohne dass wir massenweise Leute importieren. Das ist ja das Problem. Für uns, ne? Weil das wird uns ziemlich eine wirtschaftliche Bedrängnis bringen. Die westliche Welt ist halt einfach... Ja, das Problem ist, dann kommst du wieder in Kolonialismus, ne? Weil, weißt du, wo die ganz meisten Kinder gemacht werden derzeit? Naja. In eher ärmeren Ländern. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil du hast dort halt keine Pflegeversicherung, du hast keine Krankenversicherung. Das heißt, du brauchst Kinder, die dich pflegen im Alter. Das, ne? Deswegen, und dann sterben halt auch die Hälfte, oder nicht die Hälfte, aber einige deiner Kinder sterben halt auch einfach. Weil die medizinische Versorgung in dem Land dann eben nicht gut ist. Und du brauchst ja auch irgendwann, sowas wie Rente gibt es halt nicht. Du musst dann Kinder haben, die sich dann darum sorgen, dass du versorgt wirst mit Lebensmitteln und allem, wenn du alt wirst. Also... Ich kann schon nachvollziehen, warum man dann sehr viele Kinder macht. Im Umkehrschluss kann ich natürlich auch nachvollziehen, warum wir sehr wenige Kinder machen. Weil du brauchst dich nicht darum kümmern, dass du im Alter gepflegt wirst, weil da gibt es die Pflegeversicherung für. Du brauchst dich nicht um die Rente kümmern, theoretisch. Praktisch ist das natürlich ein bisschen ein kompliziertes Thema. Du brauchst dich um vieles nicht kümmern und es gibt das Gesundheitssystem und so weiter. Ich meine, wofür brauchst du Kinder? Steuerliche Vorteile. Das war's eigentlich. Und weil du halt Kinder willst. Das ist natürlich der andere Grund. Wenn du Kinder willst, dann... Ja. Aber immer mehr, weniger Leute wollen halt Kinder, weil Kinder sind natürlich eine Verpflichtung, ne? Kinder sind Stress. Kinder sind kein... Also Kinder sind schon auch Spaß, aber Kinder sind insgesamt gesehen kein Spaß, ne? Das ist schon eine Arbeit, das ist eine Aufgabe für 18 Jahre und auch darüber hinaus. Kinder sind teuer und Kinder sind vor allem eine Riesenaufgabe. Ich meine, wenn ich jetzt heiraten würde und zwei Kinder machen würde, dann würde so viel Geld von meinem Gehalt übrig bleiben, so viel mehr, weil der Staat viel weniger von dem Geld bekommt. Wir würden schon, also ich würde schon gut leben. Ich würde schon echt gut leben. Also die Kinder finanziell wäre das kein Problem. Gar nicht. Also ich bin tatsächlich mit meinem Gehalt und so bereit, theoretisch eine Familie zu gründen, aber na, es fehlt halt einfach an allen Ecken und Kanten nach Liebe. Liebe fehlt. Liebe fehlt. Weil ich meine, das ist das Wichtigste eigentlich auch für die Kinder dann, ne?
dass das Kind Eltern hat, die sich lieben und das Kind lieben. Ich glaube, das ist noch wichtiger als alles Geld der Welt. Du kannst so viel Geld auf ein Kind schmeißen. Liebe kannst du damit nicht ersetzen. Tja. Boah, es sucht doch nur so ein paar Kakudas hier, diese Kakuda-Dinger. Wo sind die denn? Kakudas! Hamatatata! Hakuna Matata! Ich dachte, die gibt es auch hier in Hyrule Field, aber irgendwie gibt es die hier scheinbar nicht. Ja, ich weiß, dass es hier welche gab. Warte mal, da waren noch zwei. Vielleicht kriegen wir die zwei Flügel daher. Ich wäre sogar nicht mal den Gedanken gegenüber abgeneigt, mehr als zwei Kinder zu haben. Ne? Ich meine, mein Leben würde sich dann grundlegend verändern, ne? Logischerweise. Aber ich wäre schon bereit dazu. Aber viele Leute in Deutschland sind es halt nicht und das kannst du nachvollziehen. Also, wie gesagt, wie ich schon gerade sagte, das Leben verändert sich grundlegend dann, ne? Das Leben ist nicht mehr wie davor. Das wird es auch nie wieder. Schwierig. Ich würde schon noch streamen, aber ich würde nicht mal so viel streamen wie jetzt, definitiv nicht. Ich muss mich um Kinder kümmern dann. Ich meine, die Priorität Nummer 1 ist dann klar, wenn ich Kinder habe, ne? Kinder sind die Prio 1 dann. Ich schätze auch nicht die Freibeträge, die du bekommst durch Kinder, ne? Und dadurch, dass du heiratest zum Beispiel. Weil klar, also ich halte eigentlich nichts von Hochzeit und so und heiraten. So als institutionelles Ding, also als... Weil ich meine, wenn man zusammen ist und dann vor allem auch, wenn man Kinder miteinander macht, dann ist doch klar, dass man sein Leben lang zusammenbleiben will. Wofür brauche ich dafür nochmal eine Ehe und einen Ehering und so Sachen, wofür? Aber, ich meine, der Steuervorteil ist halt schon sehr sexy, ne? Vor allem, wenn du halt in einer Beziehung bist, wo du halt sagst, dass ein Elternteil dann am besten wirklich entweder zu Hause bleibt oder nur in Teilzeit arbeitet und dadurch halt deutlich weniger als das andere Elternteil verdient und du dadurch extrem steuerliche Vorteile bekommen kannst. Also du sparst ordentlich Steuer. Ich hatte das einfach mal durchgerechnet, ich sage jetzt nicht, wie viel netto ich mehr hätte, aber das wäre schon einiges. Damit kannst du easy Kinder ausziehen und auch easy ein Haus mieten. Also easy. Aber sag mal, das klingt dann aber so schön, weil du gibst ja auch verdammt viel deiner Zeit aus, ne, für die Kinder. Also das ist auch viel weniger Zeit im Leben. Sehr gut verdiene ich nicht, ich verdiene gut, würde ich sagen. Das ist, aber ich sag mal auch, ich habe auch viele Jahre Berufserfahrung, ne? Ich mache das, seitdem ich ein kleiner Klops bin, programmieren. Und ich habe halt 15, 16 Jahre Berufserfahrung. In dem Beruf. Also natürlich verdiene ich halt nicht ganz schlecht. Aber in der IT in Deutschland verdienst du allgemein schlecht. Im Vergleich, im internationalen Vergleich. Verdienst du in der IT in Deutschland richtig schlecht. Also wenn ich in die Schweiz gehen würde, würde ich vermutlich das Doppelte verdienen. Netto, nicht brutto. A, weniger Steuern und B, würde ich deutlich mehr Geld verdienen. Vermute sogar fast zweieinhalbfache. Tja. Und danke für den Tipp. Ja, im internationalen Vergleich ist Deutschland halt wirklich rückständig, was das angeht. Die Unternehmen hier sind nicht bereit, für Informatiker wirklich viel Geld auszugeben. Ich sag mal, ich hab da immer noch relativ die Glückskarte, dass ich gut im Schnitt bin. Also ich bin ein bisschen überdurchschnitt, glaube ich, in Deutschland, aber für Informatiker. Aber ich sag mal, viele, dadurch, dass es dann Schnitt ist, heißt das auch, dass viele Leute viel weniger verdienen. Das darf man nie vergessen, aber im Schnitt. Manche verdienen weniger, manche verdienen mehr. So.
Okay. Leuenherzen. Dies ist alles durch. Hier Feuerflederbeißerflügel. Brauchen noch 12 Stück. Streichen wir mal auf. 12 Feuerflederbeißerflügel. Die Eisflederbeißerflügel haben wir, glaube ich, fertig. Feuerraubschleim brauchen wir noch 4, ne? Genau. Kakuda-Flügel brauchen wir jetzt keine mehr. Die haben wir. Okay, wird langsam nur fast noch Leuensachen, ne? Und Feuerflederbeißer. Na gut. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, meine lieben Freunde. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.